Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ghost Recon Wildlands. An meiner Seite ist wieder Enning, der mich schon aus einigen Situationen voll megamäßig rausgerissen hat. Grüß euch. Meinst du rein? Stöpfst du auf und ich hol mir den LKW wieder gleich. Wieso LKW? Weil das zuerst ganz gut geklappt hat. Oh. Weil da ist nämlich ein Auto. Ein normales. Ja, dann bist du das Auto. So. Bist du da was? So. Ein General weiß, wann sich ergeben muss. Das hätten sie anders können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, um Sie um Hilfe zu bitten. So bittet man in Bolivien aber nicht um Hilfe. Es ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Toll, lass ihn immer fallen, was mit dem er. Das hat der Blanca-Kartell ausschalten. Es kann Ihnen nicht gefallen, wie die Ihr Land behandeln. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihre Tochter ist sicher. Und ob sie uns helfen oder nicht, sie werden mitkommen. Da dann verfracht ihn rein ins Auto. Ah, Matt. Hm? Ja, ich dachte, ich lasse ihn nochmal aussteigen. Achso. Okay. Meine Tochter ist nicht wie ich. So, perfekt. Wo ich grob bin. Sie denkt mit dem Herzen. Das werde ich nie verstehen. Ich weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Hoffen wir nur, dass sie aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? Für mich und für meine Fehler. Sie hätte sich vor meinem Feind in England oder Spanien verstecken können. Stattdessen bleibt sie in Bolivien und lernt an einer Armenschule. Das ist gefährlich. Sie sühnt für meine Taten. Sie sind kein Engel, Sir, aber ich halte Ihre Tochter für eine Frau, die eigene Entscheidungen trifft. Warum sollte sie es sonst tun? Sie hätte ein schönes Leben führen können. Vielleicht liebt sie ihr Land zu sehr, um vorzugehen. Sie, vielleicht ist sie zu sehr wie ich. Es ist nicht gut, zu patriotisch zu sein. Na gut. Wir erreichen den Treffpunkt. Augen auf. Das bedeutet, er darf nicht sterben. Was? Erhalte die Augen offen ist immer kein gutes Zeichen. Oder? Ja, aber. Naja, aber normal. Ah, das immer. So. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kam nicht an den Präsidenten ran? Nein. Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich hatte zu viele Schießereien mit der Unidad, um Mitgefühl zu haben, Sir. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für Ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Ich habe einen Freund, einen Kolonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Sehr gut. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit, Florian. So.
Schauen wir mal, Kartellübersicht, das ist der zweite, der bei der Sicherheit somit fehlt. Das heißt, da fehlen nochmal vier Leute. Stark, aber stark, stark. Jupp. Gut, Ausrüstung haben wir auch, eine neue Handfeuerwaffe bekommen. Was ist, wenn wir das eine auch oben gleich machen? Oh, die Villa Verde, das sind vier Totenköpfe nur. Also null. Was? Wow, warte, jetzt bin ich kurz überfordert. Ich würde jetzt einmal hier ein bisschen die Waffenkisten und alles ansammeln. Okay, und dann könnten wir gleich links, machen wir gleich links. Weil da haben wir dann auch das gleiche Zeichen und sind nur drei Totenschädel. Ja, das ist eigentlich egal, was wir bei Sicherheit oder so machen. Wir müssen ja alles machen. Okay. Machen wir mal die Kingslayer unter uns, oder warte mal. Zubehörskiste rechts, links. Kingslayer-Datei und dann runter zur Zubehörskiste. Oder? Ja, ich sag jetzt mal ja. Na dann steig ein. Ich hasse es, Zivilisten zu benutzen, um an den General heranzukommen. Du hast es? Wie soll sich der General erst fühlen? Ja, der Boss war jetzt eigentlich relativ einfach. Es ist kein Tabu. Wir bedrohen sie nicht, oder? Wir haben dem General nicht gesagt, dass wir sie töten, oder? Naja. Wortklaubereien. Jeder hier weiß Bescheid. Einsatzregeln gelten nicht mehr. Wir spielen nach den Regeln des Kartells. Konvoi. Alles ist erlaubt, solange man bekommt, was man will. Kommt auf uns zu, kommt auf uns zu, kommt auf uns zu! Oh. Okay, da steckt man fest. Das kam vom Flugfeld. Oh ja. Oha. Mehr Widerstand als gedacht irgendwie. Ich wollte gerade in Deckung gehen. Oha. Oh. Ja, es ist blöd, dass der Konvoi auf uns zukommen ist. Ja, dass du jetzt in die Basis reinbräuchst bist. Du hättest einfach auf der Straße weiterfahren sollen. Ja, das war auch dumm. Aber ich wollte den Leuten einen gescheiten Kampf bieten. Oh, da steht er genau neben dir. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Nee, lass lieber. Ich komme gleich hier. 2-1. Ich komme gleich. Keine Munition mehr, keine Munition mehr. Unglaublich. Weil das nämlich urweit abgesetzt, 100 Meter entfernt. Geht schon neben Munition. Passt, Schatz, hilf was. Also Mission da auch. Ja. Ich dachte eigentlich, du wolltest die Mission machen. Das wollte ich schon immer. Ich habe nur die Fertigkeitspunkte gesehen.
Und die Waffe halt. Oh. Sieht halt ganz kompetent aus. Passt. Da oben die Waffe habe ich gemeint eigentlich. Achso, ich habe doch so. Mann, das ist gleich alles zusammen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Aber irgendwo sind da noch. Da. Ziemlich viele Blinklichter und. Fliegst du mit, oder? Ja. So. Eine etwas ungeplante Mission, aber doch, macht nichts, das machen wir locker. So, jetzt haben wir schöne Flugstunden. Stuttgart, der raucht ganz schön schon. Und auch ganz schön unter dem Schuss gestanden. Uff. Ich bin froh, dass ich. Oh, Alter, noch einer. Na Gott sei Dank. Okay, wir haben da einen Story-Einsatz. Finden Sie La Plaga. Aber in einem anderen Land. So. Flugzeug fliegen. Links von uns hätte man Story-Einsätze da noch. Wir haben noch etliche Story-Einsätze. Ja, das schon. Das wie viele Gebiete ist das jetzt, was wir fragen? Vier Gebiete haben wir schon geschafft. Läuft. Aber da gibt es einen Story-Einsatz in einem nicht besetzten Gebiet, das wundert mich. Aber ist ja wurscht, den können wir uns dann anschauen. So Leute, jetzt sind sie wieder ein bisschen fliegen. So. Ey, du triffst jetzt immer weiter ab. Ich schau, dass ich richtig auf die Landebahn komme. Ich glaube, du schieben kannst. Gut gemacht. Die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. Wir gehen. Wo das Flugzeug ist, sagen wir ihnen später. So. Oh, wo sind wir denn? Wo sind wir eigentlich? Du wolltest immer weiter zurück? Ja, so wurscht, ich sitze hier noch drin. Ja, aber da können wir gleich weiterfliegen. Und abspringen. So, warte, muss ich. Das brennt, da würde ich nicht mehr fliegen. Das brennt gar nicht. Was ist das denn, was davon so leuchtet? Das Licht. Achso. Okay, ich würde sagen, machen wir den einen Story-Einsatz. Das ist wurscht. Wo ist der überhaupt? Da. Oder unten. Okay. Dann steigern. Geht schon. Ich glaube, ich brauchte eine Mitfahrgelegenheit.
weil ich abgestürzt bin. Ja, dann fahr mal zurück. Ja Leute, den Story-Einsatz, den werdet ihr aber erst bald nächstes Mal sehen. Aber da kannst du nirgends landen dann. Warum nicht? Oder? Ah, da unten bei der Straße. Achso, du bist da. Wo bist du bitte? Jetzt bin ich tot. Da hätte ich ja weiterfliegen können. Tja, Fail, Leute. So, du bist über mir jetzt, 300 Meter. Schau, dass du vielleicht auf der Straße landen kannst. So, jetzt kommt eine perfekte Ending-Landung. Ja Leute, ich danke Ending und mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Bis dann, haut rein, macht es gut, ciao.